Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Boah, ein bisschen müde bin ich heute. Genau deshalb schauen wir uns heute an, was du machst, wenn du dich an einem Tag, wo eigentlich viel Training ansteht, sehr, sehr müde fühlst. Auf was sollte man achten und wie geht man damit um? Also nicht einschlafen und jetzt die nächsten paar Minuten dranbleiben. Los geht's. Wenn du dich ziemlich müde fühlst und du musst jetzt noch ein Training absolvieren, dann kannst du versuchen, vielleicht einen kurzen Powernap zu machen, ein kurzes Nickerchen, weil danach geht's vielleicht schon besser. Leg dich dafür einfach kurz hin und schau, dass du dich kurz entspannst. Oft reicht es da auch, wenn du gar nicht schläfst, sondern dich einfach nur kurz hinlegst und entspannst, weil dann wirst du merken, wenn du aufstehst, fühlst du dich auf einmal schon wieder ein bisschen fitter. Du musst natürlich aufpassen, wenn du jetzt wirklich ganz kurz schlafen willst, dass du nicht zu lang schlafst, weil wenn du dann zu lang schlafst und aufwachst, dann bist du vielleicht schon in einer Schlafphase drin, wo du gar nicht hin willst und dann bist du eigentlich müder als davor. Also das Ganze mit Vorsicht genießen. Wie gesagt, bei mir hilft es meistens auch, wenn ich mich einfach kurz hinlege, mir auf der Uhr denke, so, jetzt habe ich eine halbe Stunde Zeit. Also lege ich mich mit dem Handy ins Bett, schaue mir vielleicht ein kurzes Video an und danach stehe ich auf und fühle mich ein bisschen fitter. Fühlst du dich müde, dann ist es oftmals eben ein Grund, vom Sofa aufzustehen und trotzdem die Laufschuhe zu schnüren, weil dann wirst du aktiver vielleicht oder aktiviert. Das heißt, nur weil du dich müde fühlst, musst du nicht unbedingt glauben, heute geht gar nichts. Du kannst den Dauerlauf vielleicht trotzdem durchziehen und du wirst merken, sobald du die Schuhe switcht auf Laufschuhe und dann ein paar Schritte draußen in der frischen Luft gehst, dass dein Körper sich aktiviert und für die Trainingseinheit bereit ist. Das heißt, du machst vielleicht am Anfang noch ein paar so Aktivierungsübungen, ein paar Laufschulübungen, ein paar Steigerungsläufe und startest dann in deinen Dauerlauf. Und so schaffst du das auch, wenn du vielleicht ein bisschen müder bist. Natürlich würde ich jetzt nicht den extremen langen Dauerlauf machen, sondern vielleicht das Programm etwas so adaptieren, dass es zu deinem aktuellen Gemütszustand und Gefühlen passt. Nicht, dass du dich hier dann komplett aus dem Leben hinausschießt, das bringt dann auch wieder nichts. Aber nur weil du leicht müde bist, heißt es noch lange nicht, dass du gar nicht trainieren kannst. Wenn du jetzt ein Training startest und du fühlst dich trotzdem noch immer müde, dann musst du besonders aufpassen beim Laufen, dass du dich nicht verletzt. Gerade wenn man müde ist, wird man schnell unaufmerksam, passt vielleicht nicht so auf und dann ist da auf einmal eine Kante, du steigst drauf und knöchelst um und tust dir weh. Genau das wollen wir nicht. Deshalb schau, wenn du müde bist und du machst ein Training, dass du da besonders drauf achtest, wo du hinsteigst, wo du deinen nächsten Schritt hinmachst, dass du auch nicht in ein Loch oder in etwas Ähnliches hineinsteigst. Das Ganze gilt natürlich auch, dass du vielleicht, wenn du ein intensiveres Training hast und du fühlst dich schon ein bisschen müde, dass du dir nicht denkst, so, heute mache ich das Ganze schnell, das Aufwärmen brauche ich nicht und du beginnst gleich mit dem Programm, ist natürlich auch nicht gut, weil auch so Verletzungen schneller entstehen können. Also achte darauf auch, dass du dir dann trotzdem deine Zeit nimmst, die du brauchst. Bist du nicht nur einen Tag müde, sondern zieht sich deine Müdigkeit über mehrere Tage, dann ist das meistens der Grund, weil du zu wenig schlafst, zu viel Stress hast und nicht genug Ruhe für deinen Körper hast, um dich wieder richtig zu rechargen. Aus dem Grund, wenn du ein Schlafdefizit über mehrere Nächte hast zum Beispiel, dann musst du dir bewusst sein, dass dein Training natürlich nicht so gut funktionieren kann, wie wenn du viel schläfst. Weil dein Körper wird natürlich in der Regeneration meistens viel, viel besser und die fehlt dir natürlich. Das heißt, du kannst noch so wie ein Irrer trainieren, die besten Trainings zu absolvieren. Du wirst nicht den gleichen Benefit haben, wie wenn du ausgeschlafen bist und in vollem Gemütszustand deine Trainings absolvierst. Weil dein Körper wird einfach die nicht die Energie haben, um die Muskeln und alles so weiterzubilden, wie du das gerne hättest, sondern geht da eher in eine Schonphase. Das heißt, du solltest auf jeden Fall schauen, dass du nicht mehr als eine Woche lang dauerhaft nur Schlafdefizite hast, weil das wird dich in deinem Training irgendwann nach unten bringen. Du wirst vielleicht merken, dass es am Anfang bergauf geht, dann erreichst du den Scheitelpunkt der Kurve und dann geht es aber auf jeden Fall viel, viel schneller bergab als bergauf. Und wenn du da in diesem Schlafdefizit drinnen bleibst, dann wirst du irgendwann auf jeden Fall abstürzen und dann kommen vielleicht Verletzungen, Ermüdungsbrüche etc. dazu. Deshalb auf jeden Fall aufpassen, wenn du wirklich zu wenig Schlaf hast, dass du da nicht zu stark trainierst und nicht den Punkt erreichst, wo du dann drüber kommst und da eben Gefahr läufst, irgendwas zu riskieren. Das war's dann auch schon wieder mit den heutigen Tipps gegen Müdigkeit und wie du damit im Training gut umgehen kannst. Und falls du jetzt noch wach bist, kannst du ab jetzt dich wieder auf die Couch legen, ein paar Nickerchen einlegen und versuchen, für die nächste Einheit ready zu sein. Schreib uns doch gerne mal unten in die Kommentare, ob du Tipps gegen Müdigkeit hast. Wir sind gespannt, was du so
zu dir nimmst, zum Beispiel Kaffee oder andere Energy Drinks vor dem Laufen oder was sonst noch dir hilft, dich ein bisschen zu pushen. In dem Sinn würde ich sagen, wir sehen uns dann wieder nächste Woche beim nächsten Video. Tschüss!